Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kleinen, kurzen, knackigen Reading für das Kollektiv der Seelenverbindungen. Ja, wie immer möchte ich ganz zum Anfang vor allem für die neuen Zuschauer darauf hinweisen, dass es sich hier bei diesem Reading nicht nur um einen Impuls für die romantischen Seelenpartnerschaften handelt, sondern ein Seelenverwandter kann dir letztendlich in allen Bereichen deines Lebens begegnen. Ja, es handelt sich dabei um verwandte Seelen, die einer Seelenfamilie angehören. Wir verabreden uns über verschiedene Inkarnationen immer wieder mit diesen Seelen, um ja zum Teil in ganz unterschiedlichen Konstellationen zusammenzukommen. Ja, das kann deine beste Freundin sein, das kann aber auch ein Familienmitglied sein oder vielleicht auch jemand auf der Arbeit. Du erkennst einen Seelenverwandten im Prinzip daran, dass es ein Mensch ist, der dir eine Aufgabe mit ins Leben bringt. Und das merkt man meist schon relativ schnell. Diese Verbindungen unterscheiden sich von anderen, beispielsweise Freundschaften, Arbeitsverhältnissen oder auch natürlich Partnerschaften. Man spürt, dass dieser Mensch eine ganz besondere Wirkung auf einen hat. Das kann entweder sehr, sehr positiv sein. Ja, gerade in der Liebe ist es dann oft so, dass man genau weiß, wow, ich kenne diesen Menschen schon ewig. Ja, es fühlt sich bei ihm oder ihr an, als würde ich zu Hause ankommen. Aber es ist auch möglich, dass es jemand ist, der von Anfang an wirklich so deine tiefsten Wunden aufreißt, der dich triggert. Ja, also wo du so spürst, da gibt's etwas, das muss ich mir wohl noch anschauen. Das zeigt mir der Mensch immer wieder auf. Und einmal in der Woche gibt es von mir eben so ein kleines Reading hier. Und wir fragen mal nach der Energie. Jetzt vor allem in dieser Woche, die ja noch ein bisschen unter dem Einfluss des Neumondes im Zeichen des Widders steht, mit dieser Sonnenfinsternis bin ich gespannt, was sich zeigen wird. Ich werde eine Tarotkarte aus dem Deck Feuerherz und Flügelschwert herausmischen. Da stehen immer ganz interessante Zitate auf den Karten, die zum Nachdenken anregen. Und diese Karte werde ich dann mit zwei Karten aus dem Golden Rider Tarot klären. Ja, wenn du sagst, okay, das war jetzt ein allgemeiner Impuls, der gilt fürs Kollektiv, ich möchte es aber gerne mal genau wissen, auf meine Situation bezogen, dann erstelle ich dieses kleine Reading auch gerne für dich persönlich. Du findest alle Infos dazu hier im Textfeld unter diesem Video, da sind auch meine Kontaktdaten, da kannst du mir gerne schreiben. Ja, meine Lieben, wir sind gespannt, wir schauen mal. Um was geht es? Hoppla, das ging aber schnell. Die Karte ist allerdings runtergefallen. Moment, ich werde sie mal hochfischen. Das ging wahrlich schnell. Was zeigt sich denn? Oh, das Ass der Schwerter, Donnerwetter, das ist eine Entscheidungskarte. Jawohl, jetzt muss ich mal schauen, was hier zu lesen ist. Ein zahmer Vogel singt von Freiheit, ein wilder Vogel fliegt. Aha, okay, meine Lieben. Ein zahmer Vogel singt von Freiheit, ein wilder Vogel fliegt. Das Ass der Schwerter kommt hier. Das passt sehr schön zu der Widder-Energie. Ja, Widder-Energie bringt Entscheidungskraft mit sich. Der Widder ist mutig und hier scheint es um Mut zu gehen. Also mein erster Impuls zu dieser Karte ist es, dass du vielleicht jetzt gerade aufgefordert bist, eine mutige Entscheidung in dieser Seelenverbindung zu treffen. Ja, das kann sein, dass du dich davon befreien sollst, vielleicht einen Zyklus in dieser Seelenverbindung schließen darfst. Ja, denn es geht hier um Freiheit in dem Zitat. Der zahme Vogel, der singt nur von Freiheit, der unternimmt aber nichts. Und das ist ja in den Seelenverbindungen oftmals der Fall, dass wir eigentlich ganz genau wüssten, was zu tun ist, aber wir tun es nicht. Ja, und hier sagt die Karte, du bist aber jetzt aufgefordert, dich dazu zu entschließen, loszugehen, das zu tun, was du für dich für richtig erachtest. Und das könnte sein, dass du dich von diesem Seelenverwandten distanzierst,
dass du aber vielleicht auch den Mut hast, deine Wahrheit auszusprechen. Ja, das Ass der Schwerter steht auch dafür, dass man Wahrheit ausspricht, die vielleicht ein bisschen schmerzlich auch sein könnte. Aber die Asskarten, und das ist das sehr Positive an dieser Karte im Tarot, stehen immer für Chancen. Das heißt, wir haben dadurch auch die Chance, uns weiterzuentwickeln. Was ich auch noch sehr deutlich wahrnehme, vielleicht befindest du dich in einer Beziehung, das wäre jetzt so ein bisschen auf die Liebe gemünzt, oder du schaust jetzt zu und sagst, ja, das trifft ja original auf meinen Seelenpartner zu, denn er oder sie befindet sich noch in einer Beziehung und dieser Mensch verspricht dir vielleicht schon lange, dass er sich trennt oder sie sich trennt, aber das ist bislang nicht passiert. Ja, und da geht es dann, so wie ich es fühle, darum, dass wenn diese Entscheidung nicht fällt, ja, dass du dich dann für dich selbst entscheiden darfst. Oder aber du bist die oder derjenige, der hier noch in der Beziehung ist, vielleicht einen Seelenpartner, eine Seelenpartnerin kennengelernt hat. Und dann ist die Karte der deutliche Aufruf dazu, dass du jetzt eine Entscheidung treffen darfst. Ja, also dass du nicht länger nur das Lied von Freiheit singen sollst, sondern dass du tatsächlich dich löst und losfliegst. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was ich hier aus dem Klärungsdeck zeigen möchte. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen präziser. Also die Karten fallen ja heute sehr schnell. Wow, der Magier für einen Neubeginn. Das würde jetzt sehr gut dazu passen. Ja, dass es für dich darum geht, einen Zyklus deines Lebens zu schließen. Sei es, du darfst eine Beziehung noch zu Ende bringen, um dann einen Neubeginn, eventuell mit einem Seelengefährten, zu starten. Oder aber du hängst in einer Situation vielleicht schon längere Zeit fest. Und hier sagen diese Karten in Kombination, so wie es bislang war, sollte es nicht bleiben. Es ist jetzt Zeit, deine Wahrheit auszusprechen, denn du für dich hast alle Möglichkeiten, etwas Neues zu beginnen in deinem Leben. Bleibe nicht im Alten verhaftet. Ja, also das wäre jetzt die Deutung zur ersten Karte. Aber wir haben ja noch eine. Warum fällt das Ass der Schwerter und der Magier? Das sind jetzt gleich zwei gefallen, die nehmen wir auch. Die sechs Stäbe, oh, und die neun Münzen. Ja, hier geht es tatsächlich um die Freiheit, meine Lieben. Deutlicher kann es die Legung nicht zeigen. Also, diese Karte ist so, so passend jetzt noch geklärt worden, ja, von diesen. Wir schauen uns auch nochmal die Unterseite des Decks an. Das ist für mich ja immer die Hauptenergie. Schaut mal, wunderschön. Die spirituellste Karte im ganzen Deck oder eine der spirituellsten Karten, der Hierophant, die göttliche Führung, das Gottvertrauen, aber auch der Hinweis, dass du beschützt bist in dieser Situation, wenn du jetzt deine Aufgabe erkennst. Und die scheint es zu sein, eine Entscheidung für deine Freiheit zu treffen. Die neun Münzen, das ist die Single-Karte im Tarot. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr stimmig, wenn du dich noch in einer Beziehung befindest und hast aber einen Seelengefährten, mit dem du gerne zusammen wärst, dann wäre jetzt eine sehr gute Zeit für diesen Neubeginn. Du wirst siegreich aus der Situation hervorgehen, denn die sechs Stäbe, das ist die Siegeskarte im Tarot. Ja, und dieser Neubeginn mit dem Magier liegt ja schon sehr vielversprechend da. Ist es aber so, dass du vielleicht schon lange in so einer Wunschpartnerschaft steckst, ja, dass es so ein bisschen eine Stagnation in dieser Verbindung gibt, dann ist die Legung auch sehr eindeutig, ja, dann darfst du dir nochmal diesen Satz ins Gedächtnis rufen, wenn sich ein anderer Mensch nicht für dich entscheiden kann und auch losgeht, ja. Reden kann man viel. Ich spreche da aus eigener leidvoller Erfahrung. Ja, 2016 habe ich zum ersten Mal von meinem Seelenpartner gehört, dass er sich aus seiner Beziehung, die er damals schon lange Jahre lebte, trennen will, weil er sehr unglücklich ist und dass er jetzt Schritte unternimmt,
und 3 Jahre lang ist gar nichts passiert. Ja, und zwar bis zu dem Punkt, wo ich dann mich auch gelöst hatte und mich aus dieser Warteposition befreit habe. Ja, also vielleicht geht es für dich auch darum. Denn ich möchte noch mal auf diese Karte zu sprechen kommen. Das ist ja meine ganz persönliche Lieblingskarte im Tarot. Denn sie zeigt eine Frau, die ist vollkommen bei sich selbst angekommen. Ja, die ruht in sich, die hat sich aus allen Abhängigkeiten gelöst. Vielleicht geht es ja bei dir aber gar nicht um die Liebe, sondern es geht möglicherweise um eine Jobsituation. Da kannst du es aber auch sehr gut anwenden. Vielleicht hast du da jemanden auf der Arbeit, der ja dir nicht wohlgesonnen ist, wo du dich immer wieder getriggert fühlst. Vielleicht hast du sogar mit Mobbing zu tun. Das kommt in letzter Zeit häufig vor. Ich mache viele Berufsreadings, ja, für Klientinnen und Klienten, die gemobbt werden. Und da ist auch dieser Ruf der Seele nach Freiheit so groß. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass dieser Neumond im Widder hier noch so ein bisschen reinschwingt. Denn wir hatten ja schon bei dieser Energie sehr viel Kraft und Mut im Kollektiv, auch Altes wirklich loszulassen und uns für Neues zu öffnen. Und das spüre ich hier. Und was ich so schön finde, der Hierophant ruft uns nochmal auf, wirklich zu vertrauen. Ich weiß es selbst, wie schwer es ist, manchmal einen Punkt statt ein Komma zu machen. Ja, dieses Komma erlaubt dann doch immer wieder diese kleine Hoffnung, vielleicht wird ja doch nochmal was besser, vielleicht ändert sich ja auch der andere, ja, ist ja auch sehr beliebt, auf den anderen zu schauen und zu gucken, wann geht er oder sie denn endlich die Aufgabe an. Aber das bringt uns eigentlich nicht weiter, sondern darauf zu vertrauen, dass wenn wir ja unsere Wahrheit aussprechen, wenn wir uns aus Situationen lösen, die unseren Selbstwert untergraben, die ja auch Energie und Kräfte zehrend sind. Ja, du brauchst ja bloß mal deine Seelenverbindung anschauen. Da gibt es eine sehr schöne kleine Visualisierungsübung, die ich dir ans Herz legen möchte. Also wenn du jetzt hier zuschaust und es gibt so einen Seelengefährten für dich, ja, ganz gleich in welchem Bereich deines Lebens, dann stell dir bitte mal diese Beziehung als einen Kuchen vor, einen runden Kuchen. Und dann schneide mal das Kuchenstück heraus, das den prozentualen Anteil symbolisiert, der dafür steht, dich glücklich und erfüllt fühlen zu lassen. Ja, also wie groß ist das Kuchenstück, das du symbolisch dafür herausschneidest, für die Zeit, in der du in dieser Verbindung Glück erfährst, dich geliebt fühlst, leicht durch deinen Tag gehst. Ja, wie groß ist das Stück? Und wenn es kleiner sein sollte als die Hälfte, meine Lieben, ist das ein sehr, sehr deutliches Anzeichen dafür, dass es für dich darum geht, eine Entscheidung zu treffen, hier etwas zu verändern. Und darum geht es. Und da bekommst du jetzt mit dieser Neumondenergie in dieser Woche auch die Power mit, hier wirklich etwas zu tun. Denn diese Kartenkombination, ja, in Bezug zu den beiden Karten, das sind 2 große Arcana-Karten, der Magier und der Hierophant, könnten auch bedeuten, dass dein Seelengefährte oder deine Seelengefährtin ganz speziell die Aufgabe in dein Leben bringt, ja, jetzt einmal nur auf dich zu schauen, den Fokus auf dich und dein Wohlbefinden auszurichten. Und vielleicht geschieht es dann ja auch, wenn du diese Aufgabe annimmst, erfüllst und überhaupt nicht mehr damit rechnest, dass sich in eurer Verbindung noch etwas zum Positiven entwickeln könnte, dass dann doch noch etwas passiert, eben weil du diese Aufgabe erfüllt hast. Früher, ja, also noch vor vielen Jahren, wurde das ja immer wieder genauso gepredigt, ja, also dass man ja nur seine Aufgabe erkennen und erfüllen muss und dann ist der andere automatisch auch zur Stelle, ja, und alles wird gut. Aber so sehe ich das schon lange, lange nicht mehr, denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle mit einem freien Willen ausgestattet und jede Seele hat ihren eigenen Weg.
Und deswegen ist es natürlich nicht garantiert, wenn du deine Aufgabe in diesem Prozess erfüllst, dass der andere seine auch anschaut und erfüllt. Deswegen finde ich es so schön, dass diese beiden Karten zusammen aus dem Deck gefallen sind, denn wir haben mit den 6 Stäben die Siegeskarte. Damit wird dir gesagt, du gehst auf jeden Fall siegreich aus diesem Prozess hervor. Wenn du jetzt für dich einstehst, wenn du eine Entscheidung für dich triffst, wenn du dich befreist, wie immer diese Befreiung bei dir auch aussehen mag. Ja, also sei nicht länger der zahme Vogel, der von Freiheit singt, ja, sondern ja, lebe diese Freiheit, flieg los. Ja, wie gesagt, meine Lieben, das sind allgemeine Impulse. Ich frage ja immer, bevor ich loslege mit dem Reading, nach den Botschaften, die jetzt im Kollektiv, in unserer Resonanzgruppe am dringendsten gebraucht werden. Aber wenn du es genau wissen willst, dann lass dir dieses kleine Reading für deine Situation legen, denn da bekommst du schon einen deutlichen Hinweis auf deine Aufgabe, die gerade für dich ansteht. Und ich freue mich natürlich diesbezüglich auf deine Nachricht. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen, hoffentlich sonnigen Donnerstag. Bei uns ist heute ganz wunderschönes Wetter. Da werde ich meinen Garten ein bisschen auf Vordermann bringen. Und morgen bin ich dann im Laufe des Tages zurück mit einem Reading für das kommende Wochenende und freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist hier auf meinem Kanal. Abonniere ihn gerne, betätige die Glocke, dann verpasst du kein Video von mir. Und genauso freue ich mich natürlich über ein Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat oder wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Eine ganz liebe Umarmung von eurer Uli. Tschüss!